Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei IronTalk Assassin's Creed 3. So, nach dem brutalen Überfall, ja, auf den alten Mann, haben wir doch ein paar ausgeschaltet und wurden dann sozusagen selbst überwältigt. Aber jetzt hat uns der alte Mann auch das Leben gerettet. Und mal gucken, was wir zu besprechen haben. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder worum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Oh ja, das stimmt. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Okay. Vorsicht. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Warum reparierst du es nicht? Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Dann kauf es. Er hat doch kein Geld. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Na ja. Ja. Warum nicht? So naiv. Hier lang. Immer nach dir. Ich kann leider nicht langsamer gehen. Ich muss warten, bis es da unten ist. So. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen... Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Jetzt krieg ich wieder einen Anruf. Achilles. Hallo? Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Ja, genau. Du bist nur ein Staubkorn, ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn?
Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang, unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Und so übte ich. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee. Und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. So, da sind wir wieder zurück. Ja, seine Lehrzeit, genau. Dann gehen wir erstmal raus. Und gut ist. So. Und ihr wisst nicht, was schon wieder passiert ist, ja. Nicht nur, dass ich Vorstellungsgespräch habe für morgen, ja. Sondern ich habe jetzt nochmal eins bekommen, ja. Eben gerade, während des Intros, ja. Ich habe jetzt die letzte Folge und diese Folge sozusagen am Stück aufgenommen. Ey, irgendwo, ja, jetzt habe ich hier 2 Vorstellungsgespräche am selben Tag, ja. Okay, gut. Naja, nicht so schlimm. Mal gucken, wie es hier weitergeht und dann, ja. Ja, dann starten wir mal die Mission mit Achilles. Guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Da hinten soll ich rein? Okay. Mit meiner Steinaxt und den coolen Bogen. ...1770, Boston. Glotz nicht! Verzeih. Komm weiter! Dieser Ort ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Ja, und so viele Gefahren. Junge, für wenige. Aber auch so viele Gefahren. Deswegen. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen.
Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt der Name. Also gut, fort mit dir. Okay, jetzt heißen wir Connor. So, das heißt, wir rennen schon mal. Ganz fix. So. Sieht schon mal ganz gut aus. Halt! Hier entlang. So. Ach ja, soll die verschwinden, ist mir egal. Wir gehen hier rein. Erstmal Mission machen. Verlaufen? Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Okay, Pech, Nägel, Werkzeuge. Okay, das haben wir schon mal. Nur Holz noch nicht. Ich sollte zurück zu Achilles. Wer sitzt im Parlament für Boston? Alle Mann, kommt mit uns. Okay. Socks, kommt mit mir. Gehen zum Zollhaus, um es den Rotröcken mal ordentlich zu geben. Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Kommt mit zur King Street, wir zeigen's denen. Okay. Am Zollhaus ist was los. Kommt alle mit. Na, was ist hier los? Ein Aufstand, hä? Ach, das ist das Zollhaus da. Okay. Ein letztes Mal auseinander! Versammlungen dieser Natur sind verboten! Wir gehen nirgendwo hin, Bastard! Hey! Geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen! Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen! Ihr Feiglinge! Ihr fürchtet euch nicht! Zieht mit Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Da! Ist das... Ja, dein Vater. Mein Vater? Ja, das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber... Nichts aber. Tu, was ich sage und los. Komm her, du fetter Feigling. Du schießt ja doch nicht. Hey, Rotrock. Na komm, benutzt das kleine Gewehr. Okay. Oi, du da! Was soll denn dieser Aufruhr? Feuer am Townhaus. Feuer am Townhaus? Okay. Nein, ist nicht okay. Ah, da dreht sich nochmal um. Okay. Hey, ich kann ihn nicht über Dächer verfolgen. Okay, er geht nach oben.
als solchen Bastard ist oft geschweige denn der Verstand hierbei. Ab in den Visier. Okay. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz. Ihr Hunde! Feuer! Okay. Es sind nur wenige, die mir entkommen. Aber ich entkomme dir. Er will uns abhängen. Beeilt euch! Ah, Mist. Ich muss sofort zu Achilles. Okay. Du da, Obacht, Junge. Ich bin. Wer bist du? Nein! Warum? Schnell weg hier! Die Wachen sind wütend. Nein! Oh. Zeit zu sterben! Meine Preise sind geschenkt! Zu langsam. Du willst lustig sein, ja? Wärmlich. Nicht besonders. Okay. Nett, aber Zweck. Du entkommst mir nicht, du Idiot! Es ging nicht anders, ich musste ihn jetzt gerade... Pfeil und Bogen töten. So, kann ich jetzt die Pfeile hier nochmal aufheben? Nee, geht nicht. Hier drüben. Okay. Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Bescherung. Wer bist du? Samuel Adams, stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her! Hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. 10 Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Irren führen. Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Okay. Man darf uns nicht zusammen sehen, solange die Steckbriefe hängen. Also wieder anonym werden.
So. Okay. Ich kann nicht reden, solange noch Steckbriefe übrig sind. Ach, verdammt ich. Zu langsam. Ja, falsche Richtung, ich weiß, klar. Zu langsam. Da ist er. Ach, Mist. Ich weiß nicht, wohin. Na gut. Na gut. Okay. Dann halt so. Schärmlich. Es ist gerade ein wenig anstrengend. Haha, ausgetrickst. Oh nein, nicht. Vielleicht hat er hier angehalten. Verdammt, beinahe. Nächstes Mal. Ich kann ihn nicht finden. Schatten. Der Feigling steckst du. Komm, verpiss dich. Puh. Jetzt muss ich warten, bis der vorbei ist. Nein, runter. So, ich muss auf jeden Fall hier entlang. So. Da hinten läuft einer noch. Ah, der kommt entgegen, oder? Soll ich mich mit da hinten treffen? Wir gehen hier unten entlang. Und ab in die Menschenmenge. Puh, geschafft. Ah, Connor, da bist du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Ist das der Mörder? Ruhig, mein Junge.
Cyrus ist auf unserer Seite, oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Teint, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann komm mit. Stadtschreier bestechen. Aufgabe bleibt uns noch. Wo okay. Gehen wir hin? Zum Drucker. Was glaubst du, wo all die Steckbriefe herkamen? Sie stammen aus einer Maschine. Wir müssen sie abschalten. Ach so, da lang. Okay. Dann gehen wir zum Druckerei. Warte, warte. Ach so. Verdammt, wir sind zu spät. Da ist ein Kontrollpunkt. Komm mit. Hier lang. Ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen. Nein. Besser, du lernst erstmal die Tunnel kennen. Tunnel? Die Freimaurer haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt. Sie sind recht nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Na gut. Halt, dann hier entlang. Ich weiß nicht, ob ich richtig laufe, er will ja nicht voranlaufen. Ja, Mann, wo bleibst du denn, alter Mann? Okay. Zurück auf den Boden. Haltet diesen Mann. Hey, fall mir nicht rein, Bastard. Ah. So. Ihr habt kein Recht, ihn so zu behandeln. Es sind nur wenige, die mir entkommen. Oh nein.